Große News gab es zuletzt über den Bodybuilder Flex Wheeler. Im Oktober wurde bekannt, dass sich der vierfache Arnold Classic-Gewinner einer Notoperation unterziehen musste, um weiterhin am Leben zu bleiben. Vor kurzem machte die Bodybuilding-Legende nicht nur eine Rückkehr ins Gym, sondern auch erste Schritte mit seiner Prothese. Der dreifache Vizemeister von Mr. Olympia durchlebt schwierige Zeiten und versucht optimistisch zu bleiben. Trotzdem er weiß, dass er nie wieder in der Lage sein wird, an einem Bodybuilding-Wettkampf teilzunehmen, geschweige denn ein normales Leben zu führen. Aber er verliert nicht die Hoffnung. Der 54-Jährige, der in den 1990er Jahren einer der weltweit führenden Bodybuilder war, veröffentlichte nachher dem Trainingsvideo auch ein Foto und sich in den sozialen Medien, um seinen ersten Schritt auf seinen neuen Beinen zu dokumentieren. Innerhalb eines Tages nach der Veröffentlichung erhielt der IFBB-Superstar fast 50.000 Likes von alten, aber auch neuen Fans, die diesen Lebenswillen bewundern. Nach so vielen gesundheitlichen Rückschlägen wie die notwendige Nierentransplantation 2004 und seinem fast tödlichen Unfall von 1994 ist Wheelers Lebenswille nach wie vor ungebrochen. Wir wünschen ihm gute Besserung.